Wir führen Pfarrer Dr. Jochen Kramm ein, indem wir Gottes Wort hören und für ihn beten. Für den Dienst in der Gemeinde sind wir auf die Hilfe des Heiligen Geistes angewiesen. Lieber Bruder, bist du bereit, den Dienst eines Pfarrers in der Markusgemeinde in Schönberg zu übernehmen, mit ihrem Kirchenvorstand und allen, die in der Gemeinde Dienst tun, zusammenzuarbeiten und dein Amt so zu führen, wie du es bei der Ordination versprochen hast, zur Ehre Gottes und zum Wohl der Kirche, so bezeuge es vor Gott und dieser Gemeinde mit deinem Ja. Ja, mit Gottes Hilfe. Ebenso frage ich euch, die Kirchenvorstände, die Mitarbeitenden, die versammelte Gemeinde, die Kolleginnen und Kollegen. Seid ihr bereit, Jochen Kramm als euren Pfarrer anzunehmen? Wollt ihr ihn in ihrem Dienst, in seinem Dienst unterstützen und ermutigen? Und versprecht ihr, mit ihm zusammen dem Aufbau der Gemeinde zu dienen? So antwortet ja mit Gottes Hilfe. Ja, mit Gottes Hilfe. Lieber Bruder, im Gehorsam gegen den Auftrag, den der Herr seiner Kirche gegeben hat, und im Vertrauen auf Gottes Verheißung führen wir dich hiermit ein in das Amt eines Pfarrers dieser Gemeinde. Du bist an sie und sie ist an dich gewiesen. Diene ihr in der Furcht Gottes mit Liebe und Treue. Jochen, von Herzen wünsche ich dir alles Gute und Gottes Segen für dein Dienst hier in der Markusgemeinde. Ein biblischer Vers für deine Ansiedlung aus dem Johannesevangelium, Kapitel 8, Vers 14. Jesus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in Finsternis, sondern das Licht des Lebens haben. Amen. Worte aus dem Kolosserbrief begleite Sie, lieber Mitbruder, zum einen bei Ihrem Dienst hier in Schönberg und bei unserem gemeinsamen Wirken in der Stadt Kronen. Sieh auf das Amt, das du empfangen hast in dem Herrn. Achte auf dich selbst und auf die Lehre, beharre in diesen Stücken. Der Herr sei mit deinem Geist, deine Gnade und Liebe sei mit dir. Amen. Lieber Pfarrer Kramm, auch von der Gemeinde des Kirchenvorstands ein Segenswort. Gott hat uns gegeben, nicht den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und Besonnenheit. Amen. Lasst uns die Hände falten und für unseren Bruder beten. Du treuer Gott und Vater, wir danken dir, dass du die Bitten deiner Gemeinde erhörst und Arbeiter in deine Ernte sendest. Du hast dieser Gemeinde einen Pfarrer gegeben. Wir bitten dich, erfülle ihn mit deinem Geist, dass er dein Wort recht verkündigt und deine Gemeinde mit den Sakramenten nach deinem Willen dient. Bewahre ihn in Anfechtung und Zweifel, schenke ihm Mut, dein Heil vor der Welt zu bezeugen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, komme auf dich und bleibe bei dir, jetzt und alle Zeit. Amen. Christus spricht nicht, ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Liebe Gemeinde, lasst euch den Dienst eures Vaters gefallen. Steht ihm bei und betet für ihn. Prüft seine Worte an der Heiligen Schrift. Bedenkt, dass ihr alle durch eure Taufe dazu berufen seid, das Evangelium in der Welt zu verkündigen, zu bezeugen. Gott schenke euch dazu seinen Geist, ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Lieber Jochen, wir begrüßen dich hier in unserer Mitte. Du bist uns willkommen. Das Wort Christi möge dich und deinen Dienst geleiten. Nochmal alles Gute.